Das letzte Pfadejahr war alles andere als normal. Aber als Pfadfinder und Pfadfinderinnen haben wir schon verschiedene schwierige Situationen erlebt und verstehen es, mit Herausforderungen umzugehen. In den Pfadegruppen haben wir mit Online-Heimstunden und Outdoor-Challenges zumindest auf Distanz versucht, unsere Gemeinschaft zu erhalten. Auch wenn uns das Zusammensein genauso gefehlt hat wie der Duft von Lagerfeuer, das Geräusch von Regen auf dem Zeltdach oder der Geschmack von am Feuer gekochten Essen. Doch fest steht bereits jetzt, dass die Pandemie erheblichen Einfluss auf die Kinder und Jugendlichen hat. Gemeinsame Erlebnisse mit FreundInnen, Zeit in der Natur und das Leben in der Gemeinschaft wird dringend benötigt. Ihr seid es, die den jungen Menschen Beteiligung, freiwilliges Engagement und Lernumgebungen abseits der Schule ermöglicht. Für viele Kinder und Jugendliche bedeutet das, Raum zur Entfaltung zu finden und Austausch mit Gleichaltrigen zu erleben. Wir haben uns gefragt, wie wir die Pfadegruppen dabei unterstützen können, diesen Herausforderungen zu begegnen. Denn es liegt vor allem an euch Leiterinnen und Leitern, zurück ins Abenteuer zu finden. Eure Motivation und Begeisterung ermöglicht den Kindern und Jugendlichen die wertvolle Zeit in der Gemeinschaft und Natur voller Abenteuer. Dafür sagen wir Danke. Wir möchten euch dabei so gut es geht unterstützen, um im neuen Pfadejahr wieder durchzustarten. Mit Programmunterstützungen zum neuen Bundesthema, mit guter Öffentlichkeitsarbeit, um weitere Kinder und Jugendliche, aber auch LeiterInnen von den Pfadis zu begeistern und mit Impulsen zur Stärkung eurer Gruppen. Gemeinsam starten wir zurück ins Abenteuer.